Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute findet nämlich die Swiss 500 Miles statt. Das ist ein Harley-Event, bei dem, wie der Titel schon sagt, 500 Meilen abgefahren werden. Das sind rund 800 Kilometer und das in 24 Stunden. Es gibt verschiedene Streckenposten, da erhält man dann jeweils eine Roadmap zum nächsten Streckenposten. Es geht also nicht um ein Rennen, sondern um das Erreichen des Ziels innerhalb von 24 Stunden. Jetzt zuerst geht es zum Harley-Händler, um sich zu registrieren. Und danach gibt es einen kurzen Prolog zum Start der Tour und dann geht's los. Ich bin ein bisschen nervös, weil 800 Kilometer durch die Nacht fahren, ja, schon noch speziell. Schauen wir mal. So, wie gesagt, geht es jetzt zuerst zur Registrierung zum Harley-Händler. Das ist der Motorcycle Heaven in Dietikon, in der Nähe von Zürich. Und das ist ungefähr eine halbe Stunde Fahrt auf der Autobahn. Fertig registriert. Gab den ersten, das erste Roadmap, wie der Bibel sagt, zum Startpunkt. Also das ist jetzt nur ein Prolog, 32 Kilometer, der mich dann zum Startpunkt führt und von da geht es dann richtig los. Ah, cool! Ich hänge mich da am besten gleich an diese Gruppe. Da muss ich nicht selber navigieren. Das ist natürlich klasse, wenn man so einen Navigator dabei hat. So ein Mist, jetzt bin ich an der Ampel hängen geblieben und habe meine Kollegen verloren. Sich selber navigieren. Naja, klappt schon. Ich bin jetzt mitten in Zürich. Ups, hier hat es ein Radar. Schön langsam, vorsichtig. In der Schweiz immer schön den Geschwindigkeitsvorschriften folgen. Hier steht immer Richtung Zoo halten. Das habe ich jetzt hier gefunden. Zoo geradeaus. Jetzt habe ich nochmals eine Gruppe Harley-Fahrer gefunden. Juhu! Übrigens, wenn ich mich nicht ganz fest irre, ist das da das höchste Gebäude in Zürich. Boah, riesig, ey. Jetzt weiß ich auch, weshalb man für 800 Kilometer 24 Stunden braucht. 5 Stunden alleine hier in Zürich. Das war jetzt doch ein netter Autofahrer. Der vorne rechts hier kommt von Holland. Wow. Ah, jetzt so. Das ist unser Hinweis. Das ist jetzt der erste Prolog zum Startpunkt, aber ich bin jetzt schon fix und fertig. Nee, nur Spaß. Nur Spaß. Let the fun begin. Hallo. Gehen wir uns den ersten Stempel holen, den Prologkleber hier. Hallo.
Frisch gestärkt. Jetzt kann es losgehen mit dem Nachtisch. Sieht so ein bisschen übel aus. Oh. Festlich. Otherwise I wish you a good time. Drive careful. Observe the speed limit because it's fucking expensive here in Tegucigalpa. And I see you tomorrow in Rulo. Yes! Nächste Etappe sind 62 Kilometer bis zu einem Ort Villa Zell. Noch nie gehört. Interessant ist auch noch, dass man da nicht vor 16.15 Uhr sein darf. Wenn man vorher da ist, muss man warten. Es geht los! 800 Kilometer! Juhu! Jetzt richtig Laune, da im Konvoi bei besten Bedingungen unterwegs zu sein, das ist doch geil. Übrigens haben wir jetzt schon etwa 50 Kilometer geschafft. Jetzt sind es nur noch etwa 750. Wunderbares Stück hier an den Zürichseeplatz. Sind wirklich herrliche Bedingungen. Wir haben knapp über 30 Grad und auch die Vorhersage für speziell heute Nacht soll es nicht mal Gewitter geben. Oder wenn, dann nur ganz lokal. Und morgen wieder super Wetter mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen. Situationen wegen Überholen da. Großes Risiko. Jetzt geht es hinauf nach Sablek und dann kommt Einsiedeln. Das ist auch ein sehr berühmter Ort wegen dem Kloster. Ah, herrliche Strecke. Wunderbare Spitzgehen. Das macht Spaß. Das ist schon das erste Etappenziel. Tatsächlich, hier gibt es einen Stempel, Restaurant Sattel-Eck. Jetzt die nächste Etappe ist 73 Kilometer lang und geht über die Iberger Eck. Schweiz, also Innerschweiz, dann Innerschweiz. Aha. Da, Morschach, Gotthard. Richtung Gotthard. Ah. Nein, geht nicht auf den Gotthard hinauf, hoffentlich. Ja, schauen wir mal. Nicht vor 18 Uhr. Und jetzt haben wir 10 vor 5. Ja, also eine gute Stunde braucht das schon.
konnte ich ausschließen. Weil, also mit diesen Roadmaps, das ist ein bisschen mühsam. Vielleicht, wenn ich es an die Scheibe kleben würde, könnte ich die Instruktionen lesen während dem Fahren, aber die sind bei mir unten im Tankkucksack. Das hier, das ist der Sielsee. So, jetzt geht es hinauf zur Ibergring. Hat es plötzlich wieder ganz viele hier. Ah, wegen dem Bus. Okay. Ja, hier ist schlecht mit überholen. Oh, der hält an. Ja, aber man kann trotzdem nicht überholen. Nützt nichts. Oh, das ist nett. Ab jetzt sind wir dann gleich oben. Vielleicht sehe ich sogar noch irgendwo, wie hoch das der ist. 1410 Meter. Okay. Ah, da hinten. Da sieht man schon den. Oh, was ist das für ein See? Könnte das der Vierwaldstättensee sein? Ganz schön eng hier, oder? Eine geniale Route habt ihr gewählt. Fahren wir das jetzt alles noch am Tag. In der Nacht wäre es ein bisschen blöd. Da sieht man ja nichts mehr. So, jetzt sind wir dann gleich unten. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Ich habe die Orientierung so ziemlich verloren. Ich bin hier in einer Hauptstraße Richtung Schweiz. So passt. Ganz ein wildes Wegchen hinunter hier. Spannend. Ob das hier stimmt. Ich habe gemeint, gelesen zu haben, irgendwo, dass sie keine ungeteerten Straßen wählen. Daher frage ich mich, ob das hier stimmt. Abenteuer! Juhu. Wenn ich dann das Video hochlade und die Organisatoren sehen, dass wir dieses Wegchen hier gefahren sind, werden wir alle disqualifiziert. Ganz sicher. Hey, wieder geteert.
Das macht derartig gute Laune, solche Sträßchen fahren. Das ist unfassbar schön. Guck mal wieder die Aussicht hier. So, jetzt sind wir dann knapp 3 Stunden in unserem Abenteuer. 24 Stunden dauert das ganze Ding, also noch 21 Stunden. Ja, es ist schon fast vorbei. Geht schnell. Ich bin dann gespannt, wie ich spreche, wenn es dann Nacht wird und kalt, dann der Hinterbein tut. Das da unten, das ist jetzt ganz sicher, dass wir was stecken sind. Da jetzt kommen wir dann, glaube ich, nach Brunnen und dann führt die Straße entlang dem Vierwaldstätter See. Die heißt Axelstraße. Ist eine recht berühmte Straße auf der Strecke zum Gotthard mit herrlichen Aussichten. Ja, scheint die richtige Route zu sein. Also ich muss sagen, da der das Navigierduo da vorne, die haben es wirklich im Griff. Ah, guckt euch mal die Aussicht an. Das ist jetzt diese berühmte Axelstraße. Wunderbar hier zu fahren. Erste Benzinstopp. Superstar, brutal. Du bist unser Chef in 4 und wir nicht wissen, wie du heißt. Knut, K-N-U-T. Matthias. Hoi, Matthias, freut mich. Gut, dass du auch hinten da bist. Ja, merci du. Aber genial. Hast du immer einmal gesagt? Meistens ja. Hey, so. Super gemacht. We have already from 880. Oh, the checkpoint. Das ist jetzt doch cool, dass ich hier diese Gruppe gefunden habe. Ah, das macht gleich 50 mal mehr Spaß. Jetzt sind wir dann gleich am Ende des Vierwaldstättersees. Und jetzt geht es dann da dieses Tal hinauf Richtung Gotthard. Aber soweit ich das von der Routenbeschreibung erkennen kann, fahren wir nicht ganz genau. Guckt hier, das ist das berühmte Tell-Denkmal unseren Nationalhelden, der den Apfel vom Kopf seines Sohnes geschossen hat. Ist alles wahr? Ja, ja, stimmt. War so. Habe ich gerade gesehen, die nächste Ortschaft ist Vinci und das ist das nächste Etappenziel. Also haben wir es gleich geschafft. Übrigens, das hier ist bereits der Aufstieg zum Gotthardpass. Yeah, Vinci! Wo ist der Stopp? Judi, Hudi, Hui! Juhu. So, die nächste Etappe ist relativ einfach, da geht es
jetzt nach Andermatt, dann über den Oberalppass nach Disentis und dann von Disentis nach über den Lukmanier Pass. Fahren wir also über Andermatt, dann über den Oberalppass und so gegen 9:30 oder 9 Uhr oder so sollten wir dann in am nächsten Etappenziel angekommen sein. Das ist nach dem Lukmanier Pass. Also jetzt stehen uns zwei zünftige Alpenpässe bevor. So, jetzt sieht man die Autobahn über uns. Wir haben noch jetzt 23 Grad. Wunderbar, super Bedingungen. Haben wir riesen Glück mit dem Wetter, dass es nicht regnet oder noch schlimmer. Jetzt hier rechts hinauf. Die Linie ist zum Suskenpass. Man sieht hier auch die ganzen Alpenpässe, Gotthard, Furka, Oberalp. Hier hat man ganz viele Möglichkeiten über die verschiedensten Pässe zu fahren. Und alle sind natürlich ganz spektakulär und sehr sehenswert. Hier sieht man noch die ganz alte Brücke von vor Hunderten von Jahren mit dem Originalweg. Dieser Ort hier, der heißt jetzt Andermatt. Viele Hotels, ist ein berühmtes, ein berühmter Wintersportort. Hier rechts weg ging es über den Gotthardpass ins Tessin. Aber wir wollen ja über den Oberalppass. Schön, noch mit ein bisschen Sonne hier. Oh.
Aber wir sind ja nicht zum Vergnügen hier. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Ah, Spitzkehre. Da kommt gleich Stimmung auf. Eine prächtige Straße. Herrlich! Ah, macht das Spaß. Unser Tourführer, der macht das wirklich gut. Vor allem die Navigation hat ja sensationell gut geklappt. Übrigens, das da unten im Tal, das ist der Rhein. Ja, man mag es kaum glauben. Aber das ist das Ursprungsgebiet vom Rhein und der geht dann durch die ganze Schweiz und dann durch Deutschland und so, erkennt ihr ja. Hier sind wir also ganz in der Ostschweiz und in diesem Landesteil spricht man eben die vierte Landessprache, das Rätoromanisch. Und das ist tatsächlich eine ziemlich, also recht eigenständige Sprache. Also ich verstehe die nicht, zum Beispiel. Ist so ein Gemisch aus oder hat italienische und deutsche Einflüsse. Und wird gesprochen von ein paar tausend Leuten immer noch hier in dieser Gegend. Interessant, hey? Das ist jetzt eine wunderbare Abendstimmung. Wobei, ich habe dann schon noch ein bisschen Respekt vor der Nacht. Also. Da bin ich gespannt, wie das abgeht. Aber zum Glück ist es ja der längste Tag oder vielleicht der längste Tag. Somit auch die kürzeste Nacht. Aber sind immer noch etwa ja, bis 6 Stunden herum. Es können lange 6 Stunden werden. Da, rechts unten, da sieht man jetzt schon diesen Tisch. Das ist so der Hauptort von dieser Gegend hier. Hier gibt es auch ein berühmtes Kloster. Riesengroß. Ich glaube, es ist noch aktiv, aber ich bin nicht sicher. Gibt es da noch Nonnen und Mönche? Oder eigentlich nur Nonnen oder nur Mönche? Leben ja nicht zusammen meistens, oder? Ne? 30er Zone, vorsichtig. Eigentlich mit einer Halle kann man gar nicht 30 fahren. Da beginnt schon unstabil zu werden. Da, Lukmania, genau. So, jetzt Aufstieg, Lukmania. Der Lukmania-Pass ist auch ein Pass, der von Norden nach Süden geht. Also schlussendlich nach Italien. Sonne raus! Unfassbar! Vorne ist die Ortschaft gewesen, oder? Ja, ja. Und hat auch ein Schild gehabt, Biker, aber keine Leute.
500 miles. From Spezi Maria. Geil. Ah. So, die alten Knochenstrecken. Ah. Sicher gewesen wegen dem Überholen? Ja, ja. Sicher, gell? Du, sorry, ich wollte nicht einen Anschlag aufmachen. Weißt du, wenn es nicht geht, dann komm ich. Ja, nein, das ist einfach. Ja. Sorry, was ein bisschen wie der Dickmove von der Day Overtake so fast all the time. No, Stempel holen und wahrscheinlich eine Pause zum etwas essen, etwas trinken und dann geht's auf zur nächsten Etappe. Danke dir noch. Und Schoki haben wir dann. Die holen mich dann zum Pennygang. Ja, sehr gut. Genau. Alles Lustige. Wer wüsstet ihr da? Ja, wow. Ah. Na, ist noch Kaka, ja. Da bin ich jetzt. Hey, ich bin berühmt. Die haben mich tatsächlich gekannt und gefragt wegen dem Pfeilchen. Ich bin berühmt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ein Pfeifchen habe ich tatsächlich noch keines. Irgendwie braucht es doch viel mehr Zeit, als ich dachte. Ja, diese Zeitbemessungen, die sind gar nicht so großzügig. Jetzt der nächste Streckenposten, der öffnet eigentlich jetzt. Der ist schon wieder offen und sind 86 Kilometer. Ich bereite mich jetzt für die Kälte vor und dann geht's los. So, es sind jetzt noch genau 15 Grad, aber ich denke dann, später wird das dann noch viel kälter. Die neue Routenplanung sagt, dass wir jetzt über Locarno und dann Cento Valley fahren und dann gibt es hier eigentlich nur einen Ausgang wieder zurück in die Schweiz über den Nufenen Pass oder den Simplon Pass und der ist auch etwa 2000 Meter und das mitten in der Nacht, das wird lustig. Noch die Winterhandschuhe und dann kann doch gar nichts mehr passieren. Schon deutlich abgekühlt. Ich bin dann gespannt, weil eben nachdem wir bei Lugano vorbeigefahren sind, geht es dann nach Italien scheinbar und da kommt man nur wieder zurück in die Schweiz über recht massive Alpenpässe. Zum Glück ist es immer noch ein wenig hell. Ich denke, der Sonnenuntergang ist
Ja, jetzt sind gerade in etwa 5 Minuten. Dann gibt es noch so 20 Minuten Dämmerung. Dann sollten wir unten sein vom Lukmagier. So, wir nähern uns langsam dem Tessin. Man sieht auch, alles ist auf Italienisch angeschrieben. Ein Bus, zwei Busse. Und meine Bremsen pfeifen. Ah, das ist dann die. Komm, hau jetzt, komm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man überhaupt noch etwas sieht auf der Kamera. Jetzt wird es dann bald zu dunkel. Übrigens ist es jetzt wieder schön warm geworden, über 20 Grad. Es ist zwischenzeitlich kurz nach 10 Uhr geworden. Wir haben etwa 260 Kilometer zurückgelegt, also etwas mehr als einen Viertel. Eigentlich immer noch recht angenehm zum Fahren, macht immer noch Spaß. Und aber jetzt, weil es halt so dunkel ist, werde ich mich nicht mehr so oft melden von der Straße. Vielleicht dann, wenn die Etappenposten kommen oder so. Oder mal gucken. So. Soll ich Diesel nehmen? Ja, genau. Gibt mir schon ein bisschen zu denken. Hier ist knapp 8 Stunden auf dem Hobel. Das heißt etwa ein Drittel. Ja, aber so schlimm ist es gar nicht. Nee, nee, geht schon. Also ich bin da immer noch voll positiv dabei. Wenn man die Halle ein bisschen rüttelt, dann geht immer noch ein bisschen mehr Benzin hinein. Meine Winterhandschuhe packe ich wieder weg. Hier ist es nämlich warm. Ich habe zum Glück noch die mittleren Handschuhe dabei. Das ist doch perfekt. So, jetzt sind es noch 16 Kilometer zum nächsten Stopp, zum nächsten Kontrollpunkt, und da rauche ich dann ein Pfeifchen. Eieiei. An sich sind die Bedingungen immer noch sehr gut. Es ist jetzt wieder noch deutlich über 20 Grad und kein Regen, und die Straßen sind in Ordnung. Ja, ja, das klappt schon. Was für eine Idee. 800 Kilometer, 24 Stunden. So, jetzt sind wir in Locarno. Und jetzt ist das genau 11 Uhr. Und noch 7 Kilometer bis zum Checkpoint. So, jetzt gibt es eine Pause für ein Pfeifchen. Ah, yes. A Canobio, qua destra. Grazie. Jetzt bin ich gespannt. Domodossola. Sempione, das ist, glaube ich, Simplon. Simplon Pass. Noch nie zuvor hat ein Pfeifchen so gut geschmeckt.
Komischerweise sind wir immer ein bisschen knapp mit dem Zeitplan, obwohl wir zügig fahren und keine Pause machen. Seltsam. So, der nächste Stopp ist dann schon in Italien, ungefähr 80 Kilometer von hier. Eigentlich geht es jetzt dem Lago Maggiore entlang. Das ist eine wunderschöne Strecke. Aber eben, da nützt ja nichts in der Nacht. Jetzt fahren wir eine Weile dem See entlang und dann kommt dann bald mal die italienische Grenze. Dann heißt es, welcome to Italy. Yeah. Welcome to Italy! Juhu. Das hier ist schon wieder so ein unfassbar schönes Wägchen hier. Und irgendwie komischerweise hat es überall Bremsspuren hier. Ich weiß gar nicht, was das soll. Bin nicht sicher, ob man das sieht auf der Kamera. Die Autos vorbei. Das war ein Tessino mit der Harley. Die Strecke nicht kennt. Ich glaube, zu Hause muss ich dann mal gucken, was das für eine Strecke ist. Es ist irgendwie wie eine Rennstrecke. Übrigens, jetzt ist genau 12 Uhr. Juhu! Heute geht's nach Hause. Ich glaube, die Strecke wäre der Hammer am Tag. Aber in der Nacht ist es unangenehm. Die Wetter heißt es hier. Also das ist ein unfassbares Sträßchen hier. Kurven, 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 Kurven. Es geht immer hinauf, hinauf. Unglaublich. Sensationell zum Fahren. Aber schon noch anstrengend. Speziell nach Mitternacht. Ich glaube, wir sind jetzt oben. Irgendwo sind wir oben. Ich habe keine Ahnung, ob das in einer Kasse ist oder ein. Aber ich muss sagen, da dank dem Tourguide, den wir da haben, das hilft also unwahrscheinlich. Weil ich kann ja eigentlich nur seinen Lichten folgen und das vereinfacht die Sache doch ganz, ganz, ganz erheblich. Jetzt sind wir da in irgendeinem Dorf. Nein, wo sind wir? Oh, jetzt sieht es aus, als ob es wieder runter geht. Ah, und denn noch wie? Hey.
unfassbare Kurven, unfassbare Steigungen. Hier ist auch wieder irgendeine Ortschaft, eine größere Ortschaft, aber das ist nicht noch nicht Domodossola. Und seltsamerweise hat jetzt plötzlich wieder ganz viele Halefahrer zusammen. Aber ich glaube, jetzt kommt dann ganz bald der nächste Checkpoint. Ah, okay, jetzt sind wir wieder an der schweizerischen Grenze. Jawohl! Juhu! So, jetzt... Welcome to Switzerland! Jetzt sind wir... Das ist das Wallis und die Stadt, die heißt, glaube ich, Brief. Jetzt ist genau 2 Uhr. Wow. Ich glaube, das ist etwa Halbzeit, oder? Okay, jetzt sind wir also wieder unten im Tal, in Brief. Leider habe ich vergessen, beim letzten Checkpoint ein neues Roadmap zu nehmen. Wahrscheinlich hat das doch zu tun, weil es langsam die Müdigkeit einsetzt. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo es hingeht. Streckenabschnitt ist nur 48 Kilometer lang und wenn wir das absolviert haben, dann sind wir 450 Kilometer unterwegs. Also das bedeutet, dass wir jetzt ziemlich genau die Hälfte haben. 20 vor 3 am Morgen. Das Gute ist, dass in gut einer Stunde schon wieder hell wird.
dann war eigentlich die Nacht gar nicht so schlimm. Vor allem hatten wir jetzt halt Glück mit den Temperaturen, weil es eigentlich nie, außer auf den Pässen, wurde es natürlich schon etwa 4, 5, 6 Grad kalt, aber sonst war es immer um die 15 Grad herum, was sehr angenehm ist. Spitzkehren! So, jetzt ist 3 Uhr und wir fahren immer noch in den Bergen herum. Sind es noch etwa 20 Minuten bis zum nächsten Etappenziel. Und ich glaube, das ist wieder ein Harley-Händler. Eigentlich wären es ja nur 20 Minuten gewesen bis zum nächsten Etappenziel. Aber dabei habe ich nicht bedacht, dass wir bei diesem Event ja keine normalen Straßen benutzen, sondern überall die Hänge hinaufgejagt werden. Hey Leute, in einer halben Stunde wird es in der Hälfte. Wir haben es wieder mal geschafft. Langsam wird es hell am Horizont. Aber wir haben im Moment ein bisschen Mühe, die richtige Route zu finden. Die armen Leute, die hier schlafen wollen. Ja, wir sind nicht die Einzigen. Lost. Aber zum Glück wird es jetzt hell, dann wird alles einfacher. Hoffentlich. Wallis hinuntergefahren. Wir befinden uns in Martigny. Wie der Name schon sagt, sind wir hier in der französisch sprechenden Schweiz. Und gestern ist es 5 Uhr. Es ist schon beinahe hell. Und wir sind alle guter Dinge. Jetzt ist wirklich alles glatt gelaufen. Aber es sind dann schon noch ein paar hundert Kilometer bis zum Ziel. So, jetzt sieht man eigentlich die Schönheit dieser Gegend. Ich fühle jetzt auch bereits ein wenig die Müdigkeit. Hätte nichts dagegen oder nichts gegen eine kleine Pause. Ja, was sind das wieder für wilde Wegchen hier? Weglein. Das ist ja gemein.
Wir müssen hier rumkurven und die essen frische Brötchen. Ja, ja. Jetzt habe ich gerade gesehen, das ist ja der Aufstieg zum Col de la Croix. Jetzt wird es doch noch einmal recht frisch hier. Nur noch etwa 8 Grad. Yeah. Wir haben es geschafft. Col de la Croix, 1778 Meter. Ah, das ist der Hammer hier. So schön gemacht. Ah. Holen wir uns noch den Stempel da. Geil. Guten Morgen. So schön. Das letzte Feuerholz. Super. Ja, jetzt wird es wieder warm. Ich kann ja auch scheiße. Das Feuer. So. Sausage? Sehr gut, danke. Do you have to. The taster order be here? With her. Okay. Yes. So, jetzt noch ein koffeinhaltiges Getränk. Dann schaffen wir die letzten 9 Stunden auch noch. Cheers. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut, die Sonnenbrille wieder anzuziehen. Juhu. Ist das nicht herrlich? Wir haben die Nacht überstanden. Und jetzt kommt die Sonne und wärmt uns. Das ist ein schönes Gefühl. Juhu. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass ich das letzte Mal einen Sonnenaufgang gesehen habe. Jahre. Aber schön. Hier ist es doch fast so richtig kalt. Wahrscheinlich wegen der geografischen Lage. Hat nur 5 Grad hier. Ein bisschen aufstehen tut gut. Das ist der
Regen. Ja, das ist der Thunersee. Ja, ist das schön hier. Und jetzt sind auch die Temperaturen schon wieder angenehm. Etwa 22 Grad. Jetzt endlich Zeit für ein Pfeifchen. So, die nächste Etappe ist 45 Kilometer lang und das geht über den Glaubenbergpass. Ah, genau. Passhöhe. Glaubenberg. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Ja, das ist wieder mal richtig klischeehaft die Schweiz. Geht doch. Das könnte es sein, ne? Passhöhe, ja. So. Noch ein Stempel. Herzlich willkommen im Entlebuch. Thank you.
Hamburg ist der nächste Kontrollpunkt. Der liegt jetzt direkt vor uns. Der letzte, hoffentlich der letzte Kontrollpunkt. Tatsächlich. Jetzt gibt es nochmals einen Zwischenstopp. Nur 40 Kilometer nach Oberwil. Oh, okay. Never ending story. Also jetzt hat es halt doch nochmals einen Zwischenstopp gegeben. Nummer 13, aber ich hoffe jetzt wirklich, dass das der letzte ist und dass wir nachher zum Ziel gehen können. Wahnsinns Aussicht, echt. Oh. Oh, schön hier. Hier möchte ich auch reinhüpfen. Wir haben nämlich schon wieder 32 Grad. Oh. Yeah! Wow. Was ist das eine zähe Sache hier? Boah! Puh. Wir sind auf dem letzten Streckenteil auf 40 Kilometer und dann haben wir es geschafft. Boah, jetzt bin ich doch bestens motiviert. So, jetzt hoffe ich nur, dass die uns nicht wieder mitten durch Zürich schicken. Weil langsam habe ich genug von Motorradfahren. Wahrscheinlich stelle ich den Bock irgendwo in die Ecke und guck ihn nie mehr an. Nee, nur Spaß. Morgen gleich nochmal. Es könnte jetzt sogar noch einmal richtig spannend werden, weil steht hier geschrieben, dass der nach Viertel nach drei kommt, keinen Pin mehr kriegt. Also Viertel nach drei ist Schluss. Und gemäß Navi sollten wir genau um 3 Uhr da sein. Aber es sind noch 11 Kilometer, da kann noch einiges passieren. Das wäre noch was, 24 Stunden fahren und dann wegen ein paar Minuten den Pin nicht bekommen. Es wird spannend. Jetzt finden wir das Ziel nicht. Das wäre doch der Kracher. Ah, hier. Juhu! Yeah! So. Langes? Ja. Oh, mega gut, gell? Ja, ja. Super Sache. Tiefste, die ich hatte, ist mit 809. Oh. Warte. Das ist noch knapp, ja. Und der höchste, den ich hatte, 1011. Hä? Ich frage mich, wo der durch. Recht verfahren? Nein, der Kollege ist ja mit ihm gefahren. Ah ja? Der Kollege hat aber nur etwa um die 920 Euro. Ja. Oh, das tut nicht gut. Der Kollege ist da durch und er ist da durch. Ja. So, wo sind jetzt unsere Kollegen? Ja, keine Zeit gehabt. Tatsächlich. Was willst du auch Video? Ja, ja. Du bist da mit dem defekten Tacho, hä? Die Variation. Ja, defekt. Immer kanzeln. Da. Du bist humane. Danke, viel, viel mal. Wow, so schön. Wow.
du machst den Hahn. Das ist gut, danke. Yeah. Und eine Bratwurst. Tamara, Matthias, Thomas, Erik. Erik. Mit K. Mit K. Hola. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mitgekommen seid. 24 Stunden, 800 Kilometer. Ja, am Schluss waren es dann 900 und etwas Kilometer. Anstrengend, aber es war schon eine sehr, sehr interessante und bereichernde Erfahrung. Vielleicht nächstes Jahr wieder. Und wenn ihr ein Abo da lässt und die Glocke drückt, dann seht ihr auch andere Videos von mir ganz bald. Okay, wünsche euch eine schöne Zeit und tschüss.